Liebe Studierende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum vierten Teil unserer Online-Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnis. Wir werden uns in dieser Einheit vertieft mit einem sonstigen Recht im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB befassen, was auch in anderen Vorlesungen, namentlich in den öffentlichen Vorlesungen zu den Grundrechten, eine ganz bedeutende Rolle spielt. Es geht um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird im BGB an keiner Stelle erwähnt. Der Gesetzgeber hatte ursprünglich die Aufnahme der Ehre in den Kreis der benannten Rechtsgüter diskutiert, diese Idee aber verworfen letztlich. Ein Ehrschutz sollte ursprünglich nur über Paragraf 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit den Beleidigungsdelikten des Strafgesetzbuches deliktisch gewährleistet werden. Konsequent hat daher das Reichsgericht angenommen, die Ehre sei kein sonstiges Recht im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB. 1949 trat dann das Grundgesetz in Kraft. Dessen Artikel 1 Absatz 1 erklärt die Menschenwürde für unantastbar. Es handelt sich dabei um einen Handlungsauftrag an Legislative, Exekutive und auch an die Judikative. Paragraph 2 Absatz 1 Grundgesetz betont dann das Recht eines jeden auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und aus dem Zusammenspiel dieser beiden Vorschriften, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, haben dann zunächst das Bundesverfassungsgericht und dann auch dem folgend die Zivilgerichte ein allgemeines Persönlichkeitsrecht anerkannt und auch in den Schutzkreis der Rechtsgüter im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB aufgenommen. Grundlegend sind dabei die Entscheidungen Leserbrief und Paul Dahlke, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Seit diesen Entscheidungen ist es anerkannt, dass das APR, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ein sonstiges Recht im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB ist. Dies ist heute unstreitig. Eine ausführliche Begründung, warum es einen Persönlichkeitsschutz geben soll, ist daher auch in einer Klausur nicht mehr erforderlich. Es genügt insoweit der Hinweis auf die grundrechtlichen Vorschriften Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist bereits begrifflich unglaublich weit gefasst. Zur Persönlichkeit zählt vieles. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht begegnet uns daher in verschiedenen Ausprägungen. Einige davon sind gesetzlich geregelt. Zu denken ist hier etwa an das Recht am eigenen Namen, das Namensrecht, das in Paragraph 12 BGB, also sehr am Anfang der zivilrechtlichen Regelungen, sogar eine eigenständige Vorschrift erhalten hat. In einem etwas entlegeneren Gesetz, dem Kunsturhebergesetz KUG, ist das Recht am eigenen Bild geregelt, und zwar in den Paragraphen 22 und 23. Das Urhebergesetz kennt dann in Paragraph 11 auch ein Urheberpersönlichkeitsrecht. Gerade durch dieses Urheberpersönlichkeitsrecht wird übrigens das Urheberrecht von den anderen Immaterialgüterrechten, Patenten, Markenrechten, Designrechten, fundamental unterschieden.
Im schöpferischen Werk, an dem ein Urheberrecht besteht, steckt immer auch die Persönlichkeit dessen, der das Werk geschaffen hat. Die Persönlichkeit des Urhebers. Deswegen nimmt unter den Immaterialgüterrechten das Urheberrecht auch eine Sonderstellung ein. Insbesondere durch das Bundesverfassungsgericht wurden dann eine Vielzahl verschiedener Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannt. Erinnert sei hier nur und exemplarisch an das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf das Recht der Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, was insbesondere auch davor schützen soll, dass die private elektronische Korrespondenz vor dem Zugriff Dritter und auch des Staates geschützt sein soll. Das Recht am eigenen Wort ist hier zu nennen, wie auch das Recht auf Kenntnis oder, ich ergänze, auf Unkenntnis der persönlichen Identität der eigenen Abstammung. Diese Liste ist keineswegs vollständig, sie zeigt aber bereits, dass es hier einen ganzen bunten Strauß an verschiedenen Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gibt. Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und auch mit dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, mit dem wir uns in der nächsten Einheit vertieft befassen werden, ist sehr häufig davon die Rede, dass es sich um sogenannte Rahmenrechte handelt. Der Begriff des Rahmenrechts kommt im Gesetz nicht vor. Es handelt sich nicht um einen Legalbegriff. Der Begriff dient vielmehr der Beschreibung von Besonderheiten, die es sowohl beim APR als auch beim Recht am Gewerbebetrieb gibt. Erinnert sei insoweit, dass Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz die freie Entfaltung der Person nicht schrankenlos schützt. Insbesondere die Grundrechte anderer sind zu berücksichtigen. Zu denken ist hier insoweit etwa auf das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit. Nicht jeder Eingriff in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts stellt auch eine Verletzung dieses Rechts dar. Es handelt sich vielmehr um ein Rahmenrecht mit, der BGH formuliert es so, offenem Tatbestand. Ob eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliegt, ist anhand einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung zu ermitteln. Nicht jeder Eingriff in den Schutzbereich des APR stellt eine Verletzung des APR dar. Das ist der grundlegende Unterschied zu den anderen Rechtsgütern und Rechten im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB. Stattdessen ist beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht eine Güter- und Interessenabwägung anzustellen, wobei einerseits die Art und Intensität des Eingriffs zu berücksichtigen sind, andererseits aber auch die Interessen des Eingreifenden und der Allgemeinheit. Dies wird sogleich an Beispielen noch deutlicher werden. Damit stellt sich für die gutachterliche Prüfung eine ganz spannende Frage. Wo ist diese Interessen- und Güterabwägung vorzunehmen? Eine Möglichkeit wäre, das Ganze im Rahmen der Rechtswidrigkeit zu tun. Dort gleichsam als Rechtfertigungsgründe die Interessen der Allgemeinheit oder des Eingreifenden als Gegenpole zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu berücksichtigen. Dies würde aber dieser besonderen Struktur des Rechts, der Einordnung als Rahmenrecht, nicht hinreichend Rechnung tun. Richtigerweise ist die Interessenabwägung schon bei der Rechtsgutverletzung vorzunehmen. Nur der widerrechtliche Eingriff stellt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar. Nur der widerrechtliche, also nicht durch andere schützenswerte Belange des Eingreifenden oder der Allgemeinheit gerechtfertigte Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine Rechtsgutverletzung im Sinne des Deliktsrechts. Damit werden Aspekte der Rechtswidrigkeitsprüfung in die Prüfung der Rechtsgutverletzung hineingezogen. Das zeichnet diese besonderen Rahmenrechte mit offenem Tatbestand
aus. Zur Annäherung an das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die verschiedenen Möglichkeiten, wie dieses Persönlichkeitsrecht verletzt werden kann, empfiehlt es sich, verschiedene Sphären des Privaten zu unterscheiden. Die engste, an der Person orientierte Sphäre ist dabei die Intimsphäre. Zur Intimsphäre zählt alles das, was zum Kernbereich privater Lebensgestaltung zählt. Diese Intimsphäre genießt den höchsten deliktischen und auch verfassungsrechtlichen Schutz. Für Eingriffe in die Intimsphäre gibt es in aller Regel keine Rechtfertigung. Für diese Eingriffe bedarf es hier, um die Rechtsgutverletzung festzustellen, in der Regel keiner besonderen Abwägung. Zu denken ist insoweit etwa an Tagebucheinträge, an das Sexualleben von Personen, an privat oder unberechtigt aufgenommene Nacktaufnahmen. Soweit in diese Sphäre, die Intimsphäre, eingegriffen wird, ist die Rechtswidrigkeit des Eingriffs und damit die Rechtsgutverletzung in aller Regel zu bejahen. Die Privatsphäre, als zweite, etwas weiter gefasste Sphäre, betrifft hingegen den häuslichen, familiären oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit entzogenen Lebensbereich, bei dem es immer noch soziale Bezüge gibt, diese sich aber typischerweise auf einen engen Personenkreis beschränken. Zu denken ist hier insbesondere an die Familie. Geschützt wird dabei ein autonomer Bereich privater Lebensgestaltung. Hier soll insbesondere auch die vertrauliche Kommunikation im Familienkreis dazu zählen. Die dritte Sphäre, von der hier die Rede sein soll, ist die sogenannte Sozialsphäre. Diese betrifft nicht die private Lebensführung, sondern die Teilnahme der Person am öffentlichen Leben. Wenn über den Schutz der Sozialsphäre gesprochen wird, geht es insbesondere um den Schutz des Ansehens, das der Einzelne in der Gesellschaft genießt, also insbesondere um den Schutz des guten Rufes. Die Schutzintensität ist in dieser Sphäre am geringsten. Wer sich in Gesellschaft begibt, setzt sich ihr grundsätzlich auch aus, doch gilt dies, wie wir gleich sehen werden, keineswegs schrankenlos. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis. Die Grenzen zwischen den genannten Sphären sind fließend. Zudem handelt es sich bei dieser Kategorisierung lediglich um ein Hilfsmittel. Mitunter werden im Schrifttum nicht nur drei, sondern vier oder auch mehr Sphären unterschieden. Für unsere Zwecke genügt es aber, so denke ich, diese Dreiteilung zumindest im Hinterkopf zu behalten. Wie gesagt, die Kategorisierung in verschiedene Sphären des Privaten ist immer nur ein Hilfsmittel. Unmittelbare Rechtsfolgen sind damit nicht verbunden. Sehr anschaulich lässt sich der deliktische Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts anhand der Berichterstattung in den Medien darstellen. Diese Berichterstattung kann verschiedene Aspekte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts betreffen. Zu denken ist ja zum einen an das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dies ist immer dann betroffen, wenn persönliche Daten oder Informationen gegen den Willen des Betroffenen beschafft oder verbreitet werden. Denken Sie etwa an das öffentliche Outing einer Person als homosexuell. Denken Sie daran, dass sich eine Zeitung die Krankenakte, die nach den gesetzlichen Vorschriften vertraulich ist, besorgt und hieraus in der Berichterstattung zitiert. Denken Sie an das Verwanzen einer Wohnung zum Zwecke der Informationsbeschaffung oder das unerlaubte Mitschneiden privat geführter Telefongespräche. In diesen Fällen ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und in der Regel auch die Intimsphäre der Betroffenen tangiert und vielfach auch verletzt.
Das Recht am eigenen Bild spielt bei der medialen Berichterstattung eine große Rolle. Hier geht es insbesondere um die Abbildung des Betroffenen gegen seinen Willen. Das Recht am eigenen Wort kann ebenso verletzt sein, etwa wenn Äußerungen des Betroffenen ohne seine Zustimmung veröffentlicht werden oder ihm Worte in den Mund gelegt werden, die er so gar nicht getätigt hat. Die Veröffentlichung von Tagebucheinträgen kann hier ein Beispiel sein oder die Veröffentlichung eines aufgenommenen Telefongesprächs oder in der Boulevardpresse bisweilen doch recht beliebt die Veröffentlichung erfundener Interviews. Und schließlich spielt auch der Ehrschutz eine bedeutende Rolle. Hier geht es insbesondere um die Fälle, in denen unwahre Tatsachen oder ehrverletzende Werturteile verbreitet werden. Erinnern Sie sich aber daran, das APR, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, ist ein Rahmenrecht. Allein der Umstand, dass das Recht berührt ist, dass in den Schutzbereich eingegriffen wird, bedeutet nicht, dass auch eine Verletzung dieses Rechts im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB anzunehmen ist. Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts liegt vielmehr nur dann vor, wenn die anzustellende Güter- und Interessenabwägung ergibt, dass dem Schutz der Persönlichkeit der Vorrang einzuräumen ist, insbesondere vor der Meinungs- und Pressefreiheit sowie vor dem Interesse der Allgemeinheit an der Berichterstattung. Es ist also eine Abwägung vorzunehmen, Persönlichkeitsrecht einerseits, Meinungs- und Pressefreiheit, Artikel 5 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, sowie das zugleich ebenfalls geschützte Interesse der Allgemeinheit an einer Berichterstattung. Insoweit kann für die Bewertung der Rechtmäßigkeit der Berichterstattung bzw. des Vorliegens einer Rechtsverletzung hinsichtlich verschiedener Arten der Berichterstattung differenziert werden. Zunächst zur Wortberichterstattung. Grundsätzlich ist es zulässig, Namen zu nennen in der Berichterstattung. Eine Individualisierung ist nicht generell verboten. Etwas anderes gilt aber, wenn die Berichterstattung oder die Art der Informationsbeschaffung die Intimsphäre verletzen. Und etwas anderes gilt auch, wenn im Zusammenhang mit der Namensnennung unwahre Tatsachen verbreitet werden oder der Benannte durch herabwürdigende Werturteile in seinem Ehranspruch verletzt wird. Es ist also in der Tat in jedem Einzelfall zu schauen, wer ist betroffen, welche Intensität hat der Eingriff und welche berechtigten Interessen könnten an der Wortberichterstattung bestehen. Für die Bildberichterstattung können wir auf gesetzliche Regelungen zurückgreifen, nämlich die Paragraphen 22 und 23 Kunsturhebergesetz. Paragraph 22 KUG bestimmt: Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tod des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Nach § 22 Kunsturhebergesetz ist die Bildberichterstattung daher im Ausgangspunkt unzulässig. Es sei denn, der Abgebildete bzw. dessen Angehörigen im Todesfalle haben der Abbildung zugestimmt. Paragraph 23 Kunsturhebergesetz enthält insoweit aber doch bedeutende Einschränkungen. Absatz 1 lautet: Ohne die nach Paragraph 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden, erstens Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte, zweitens Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen, drittens Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben, viertens Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. Für die folgende Erörterung wird insbesondere Nummer 1 relevant sein, die Darstellung von Personen der Zeitgeschichte. Absatz 2
ergänzt. Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. Wir haben also eine bemerkenswerte Systematik in den Paragraphen 22 und 23 Kunsturhebergesetz. Paragraph 22 sagt uns grundsätzlich Abbildung nur mit Einwilligung. Paragraph 23 Absatz 1 statuiert Ausnahmen von dem Einwilligungserfordernis. Und Paragraph 23 Absatz 2 schränkt diese Ausnahmen wiederum ein. Wie bereits angekündigt, spielte in der Rechtsprechung des BGH insbesondere Paragraph 23 Absatz 1 Nummer 1 eine Rolle, der auf Personen und Ereignisse der Zeitgeschichte abstellt. Der BGH und mit ihm die unterinstanzliche Rechtsprechung unterschied insoweit zwischen absoluten und relativen Personen der Zeitgeschichte. Absolute Personen der Zeitgeschichte sollten Persönlichkeiten sein, die sich aufgrund ihrer Abstammung, ihrer Ämter, Leistungen, aber auch möglicherweise aufgrund ihrer Untaten positiv oder negativ aus dem Kreis der Mitmenschen hervorhoben. Beispielhaft wurden immer wieder die Mitglieder von Königshäusern genannt, Spitzensportler, Politiker, berühmte Musiker und Schauspieler. Bei diesen sollte es per se ein starkes Informationsinteresse der Öffentlichkeit geben. Die Bildberichterstattung wurde daher von den Gerichten grundsätzlich als zulässig angesehen. Bei relativen Personen der Zeitgeschichte hingegen sei eine Abwägung dringend und zwingend geboten gewesen, so der BGH. Hierbei handelte es sich um Personen, die nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis in den Blick der Öffentlichkeit geraten sind, etwa die Täter und Opfer von Straftaten, Zeugen, Unfallopfer, Familienangehörige und Lebensgefährten von absoluten Personen der Zeitgeschichte. Gegen diese Rechtsprechung, insbesondere gegen die Rechtsprechung zum sehr eingeschränkten Schutz absoluter Personen der Zeitgeschichte, wandte sich das Mitglied eines Adelshauses, nämlich Caroline von Monaco. Caroline von Monaco beschritt den Rechtsweg hin bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der EGMR erkannte in der deutschen Spruchpraxis zu den absoluten Personen der Zeitgeschichte einen Verstoß gegen Artikel 8 der EMRK. Diese Entscheidung des EGMR hat auch der BGH ernst genommen. Nunmehr, die aktuelle Rechtsprechung, wird immer eine Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit einerseits und dem Interesse des Abgebildeten andererseits, insbesondere dem Interesse am Schutz der eigenen Persönlichkeit, verlangt. Dabei sollen immer die Umstände des Einzelfalls entscheidend sein. Der BGH betont gleichwohl, dass der Pressefreiheit dabei immer noch eine besonders hohe Bedeutung zukommt. Das Bundesverfassungsgericht hat immerhin anerkannt, dass Kinder und Jugendliche, insbesondere also die Söhne und Töchter der adelsangehörigen Personen, einen besonderen Schutz genießen, aber auch Söhne und Töchter etwa von berühmten Schauspielern, Moderatoren etc. Der Abbildung dieser Personen, der Kinder und Jugendlichen, ist in aller Regel unzulässig, sofern nicht die Eltern dem zugestimmt haben. Ein von der medialen Berichterstattung zu unterscheidender und grundlegend anders gelagerter Aspekt ist die kommerzielle Nutzung von Persönlichkeitsrechten. Das APR hat in bestimmten Fällen, nicht immer, aber doch auch eine Ausschließungsfunktion, der ein Vermögenswert zukommen kann. Es handelt sich daher im Einzelfall um ein vermögenswertes Ausschließungsrecht. Es kann nämlich entgeltlich zur Verwertung zur Verfügung gestellt werden. Handelt es sich so um einen solchen Fall der Kommerzialisierung, dann kann die Verwendung persönlichkeitsrechtlicher Aspekte ohne Zustimmung des Betroffenen das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen. Deutlich wird dies im Fall Paul Dahlke.
Paul Dahlke war in der Mitte des 20. Jahrhunderts offenbar ein sehr bekannter Schauspieler. Heute kennen, wenn überhaupt, die meisten den Namen allenfalls noch im Zusammenhang mit dieser BGH-Rechtsprechung. Zum Sachverhalt: Ein Hersteller von Motorrollern hatte mit einem Bild geworben, das eben diesen Schauspieler Paul Dahlke auf einem solchen Motorroller zeigte. Das Bild von Paul Dahlke war aber nicht zu Werbezwecken, sondern für die Abbildung in einer Fernsehzeitschrift aufgenommen worden. Der BGH hat erkannt, dass hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Paul Dahlke verletzt wurde. Die Abbildung hatte einen kommerziellen Aspekt. Sie sollte in einer Fernsehzeitschrift abgebildet werden. Dass ein Hersteller von Motorrollern dieses Bild einfach zu Werbezwecken einsetzt, hat der BGH als nicht mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht vereinbar angesehen und eine Verletzung dieses Rechts angenommen. Bemerkenswerterweise hat der BGH den Fall aber nicht über 823 BGB gelöst, sondern über die Eingriffskondition im Sinne des § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB. Hierzu werden wir später im Rahmen dieser Online-Vorlesung noch vertieft uns unterhalten. Wenig später, im 26. BGHZ-Pand, hat dann der BGH den Weg über § 823 Absatz 1 BGB beschritten. Der Kläger war ein der breiten Öffentlichkeit nicht weiter bekannter Herrenreiter. Wenn Sie nicht wissen, was Herrenreiter sind, Herrenreiter ist ein etwas veralteter Begriff für Dressurreiter. Dieser Dressur- oder Herrenreiter war bei einem Reitturnier im Sattel seines Pferdes sitzend fotografiert worden. Die Beklagten verwendeten ohne Zustimmung des Klägers sein Foto für eine Werbekampagne, und zwar für die Werbekampagne für das von den Beklagten produzierte Potenzmittel Ocasa. Der BGH hat klargestellt, auch eine der Öffentlichkeit nicht bekannte Person muss es nicht hinnehmen, dass ohne ihren Einwilligung ihr Gesicht als Werbefigur für ein Potenzmittel dienen muss. Das wirtschaftliche Interesse des Schädigers tritt in diesen Fällen stets hinter das Interesse des Betroffenen zurück. Anders als bei der medialen Berichterstattung gibt es hier keinen Artikel 5 Grundgesetz. Es gibt keine Pressefreiheit und auch kein öffentliches Interesse an dem Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Hier geht es darum, dass der Eingreifende Geld verdienen will. Das muss der Rechtsinhaber nicht hinnehmen. Bestätigt hat das der BGH beispielsweise in der Entscheidung Marlene Dietrich. Doch darin hat sich das Gericht auch zum postmortalen Schutz des Persönlichkeitsrechts geäußert. Marlene Dietrich dürfte, anders aus als Paul Dahlke, den meisten immerhin noch ein Begriff sein, eine berühmte Schauspielerin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nach ihrem Versterben hatte ein Musical-Produzent den Namen und das Bild von Marlene Dietrich für ein Musical verwendet. Die Tochter von Marlene Dietrich wandte sich hiergegen und begehrte Schadensersatz mit der Argumentation, der Musical-Produzent habe in das vermögenswerte Ausschließlichkeitsrecht eingegriffen. Daher stehe der Tochter als Erbin von Marlene Dietrich ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Absatz 1 BGB zu. Der BGB hat dies bejaht und angenommen, dass auch eine postmortale Verletzung, also eine Verletzungshandlung, die erst nach dem Tod des Inhabers des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eingreift, einen Schadensersatzanspruch auslösen könne. Dies gelte allerdings, so der BGH, nicht zeitlich unbegrenzt. Eine zeitliche Schranke
hat der BGH dabei unter Rückgriff auf § 22 Kunsturhebergesetz auf die Zeit von 10 Jahren nach dem Tod festgelegt. Vorsicht! Nicht jede Berichterstattung über Verstorbene begründet Schadensersatzansprüche der Erben. In einem Fall aus dem Jahr 2012 hatte der BGH zu entscheiden, ob die Eltern eines bei einem Unfall getöteten Mädchens wegen der Berichterstattung der Bild-Zeitung einen postmortalen Schadensersatzanspruch haben. Der BGH hat das verneint. Grund: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Verstorbenen hatte hier nicht diesen vermögenswerten Charakter. Es ging hier nicht um eine Kommerzialisierung des Namens der Betroffenen. Es ging hier lediglich um die Berichterstattung über den Unfall. Insoweit ist immer genau zu untersuchen, hat eine Berichterstattung oder hat insbesondere auch eine kommerzielle Verwertung, etwa durch ein Musical oder durch ein Buch, ein Bildband oder sonstiges, hat dies Bezüge zum originären Vermögenswert des APR. Lassen Sie mich kurz noch einige weitere Fallgruppen erwähnen. Ehrverletzende Werturteile spielen ebenfalls eine große Rolle. Hier ist aber als Korrektiv, als gegenläufiges Rechtsgut und Interesse der Schutz der Meinungsfreiheit im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz zu berücksichtigen. Das Landgericht München hatte 2011 einen sehr anschaulichen Fall zu entscheiden. Jens Lehmann, ein früherer Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, hatte im Fernsehen in einer Moderation nach einem Fußballspiel die Spielweise von Tim Wiese kritisiert. Tim Wiese war damals ebenfalls Torwart, sogar mit Länderspielerfahrung. Heute kennt man ihn vor allem als professioneller Wrestler, der doch deutlich an Muskelmasse zugelegt hat. Jedenfalls hatte Jens Lehmann die Spielweise von Tim Wiese öffentlich kritisiert. Gegenüber einem Journalisten äußerte Tim Wiese daraufhin über Lehmann, wortwörtlich, der Mann gehört auf die Couch, vielleicht wird ihm da geholfen, einweisen, am besten in die geschlossene. Jens Lehmann sah hierin sein allgemeines Persönlichkeitsrecht, nämlich seine Ehre, verletzt. Das Landgericht München hat gesagt, nein, nein, das ist keine Verletzung des APR. Die Äußerung diente nicht zum Zwecke privater Auseinandersetzung, sondern der öffentlichen Meinungsbildung. Insbesondere finde hier keine Niveaukontrolle statt, zumal es sich gerade im Zusammenhang, zumal die Äußerung gerade im Zusammenhang mit einem Fußballspiel getätigt worden sei. Im Übrigen sei auch eine scharfe und überspitzte Kritik zulässig. Das LG München kam hier also dazu, dass Jens Lehmann ein Unterlassungsanspruch, darum ging es im konkreten Fall, nicht zustand. Die Entscheidung hätte durchaus auch anders ausfallen können, wie ich finde. Ebenfalls nicht zulässig ist die Verbreitung unwahrer oder entstellter Tatsachenbehauptungen. Unzulässig sind Diskriminierungen. Insoweit gibt es gesetzliche Regelungen im AGG, allerdings kann es auch nicht von diesem Gesetz erfasste Diskriminierungen geben, die einen Schadensersatzanspruch auslösen. Mobbing, insbesondere am Arbeitsplatz, kann nicht nur Ansprüche aus 826 BGB, sittenwidrige Schädigung, sondern auch aus 823 Absatz 1 BGB, Verletzung des APR, auslösen. Und schließlich Belästigungen, zum Beispiel das Einwerfen unerwünschter Werbung in den Briefkasten, wird von der Rechtsprechung als Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts angesehen. Näher liegt hier aber meines Erachtens eine Verletzung entweder des Eigentums oder des Rechts am Besitz. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Rechtsfolgen werfen, die die Verletzung von allgemeinen Persönlichkeitsrechten nach sich ziehen kann. Zu denken ist hier in erster Linie an den Ersatz von Vermögensschäden. Vermögensschäden verlangen grundsätzlich
einen konkreten materiellen Schaden. Ein solcher kann zum Beispiel in dem Verdienstausfall liegen, den der Betroffene infolge der Rechtsverletzung erlitten hat. So hat beispielsweise der BGH einen Vermögensschaden in Form des Verdienstausfalles in einem Fall bejaht, in dem infolge eines inhaltlich unzutreffenden und zudem schlecht recherchierten Beitrages in der Fernsehsendung Stern TV der Belegarztvertrag eines Gynäkologen gekündigt worden war. Ein konkreter materieller Schaden kann auch bei Eingriffen in die kommerziellen Aspekte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einmal entstehen. Erinnert sei hier an die Kommerzialisierungsfunktion, an die vermögenswerten Aspekte, die in den Entscheidungen Paul Dahlke und Marlene Dietrich festgestellt wurden. In diesen Fällen verzichtet gleichwohl die herrschende Meinung häufig auf die Feststellung eines konkreten materiellen Schadens. Stattdessen wird etwas herangezogen, was wir schon bei den Immaterialgütern kennengelernt haben, nämlich die dreifache Schadensberechnung. Es soll nämlich hier darauf ankommen, dass alternativ zum konkreten materiellen Schaden auch entweder die übliche oder angemessene Lizenzgebühr verlangt werden kann, das ist die sogenannte Lizenzanalogie, oder der Verletzergewinn abgeschöpft werden darf. Das letzte insbesondere, das hatte ich Ihnen in der letzten Einheit schon dargestellt, hat mit Schadensersatz weniger zu tun. Es handelt sich eigentlich um eine bereicherungsrechtliche Thematik. Gleichwohl ist diese dreifache Art der Schadensberechnung mittlerweile weitgehend auch in den gesetzlichen Regelungen, in den Spezialgesetzen anerkannt. Bedeutsamer als der Ersatz von Vermögensschäden ist in der Praxis aber der Ersatz der immateriellen Schäden, die infolge der Persönlichkeitsrechtsverletzung erlitten wurden. Bisweilen als Schmerzensgeld bezeichnet, doch passt dieser Ausdruck gerade beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht eher nicht, da keine Schmerzen erlitten wurden. Es geht um eine billige Geldentschädigung. Anerkannt wurde der Ersatz immaterieller Schäden bereits in der Herrenreiterentscheidung. Damals argumentierte der BGH noch damit, dass es sich um eine geistige Freiheitsberaubung handele, weshalb der damals in § 847 BGB, alte Fassung, geregelte Anspruch auf einen immateriellen Schadensersatz gewährt wurde. Grundlegend dann BGH Z 39. Band, die Entscheidung Fernsehansagerin. Eine bekannte Fernsehansagerin wurde vom Magazin Stern als ausgemolkene Ziege, bei deren Anblick den Zuschauern die Milchsauer werde, bezeichnet. Der BGH hat festgestellt, dass es sich hier um eine klare Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts handelt, meine Ehrverletzung. Und er hat auch festgestellt, dass der Fernsehansagerin eine billige Geldentschädigung zuzubilligen sei. Das Konstrukt über geistige Freiheitsberaubung spielte hier ersichtlich keine Rolle mehr. Stattdessen wurde die Rechtsgrundlage unmittelbar in Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz gesehen. Genauso richtig wäre es meines Erachtens gewesen, auf den heutigen Paragraphen 253 Absatz 2 BGB abzustellen. Die Rechtsprechung tut dies nicht. Während Schmerzensgeld und sonstige Geldentschädigung bei anderen Rechtsgütern über 253 Absatz 1 und 2 verwirklicht werden, wird hier auf Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz abgestellt. Dabei ist das Ob des Schmerzensgeldes nach der Rechtsprechung in jedem Einzelfall zu ermitteln. Dabei ist einerseits die Intensität des Eingriffs zu berücksichtigen. Zum anderen sind die Folgen für den Betroffenen in den Blick zu nehmen und schließlich auch die Intention und ein etwaiges Verschulden des Schädigers. Dabei tritt die Präventionsfunktion neben die Genugtuungsfunktion. Es geht nicht nur darum, dass der Betroffene
in den erlittenen Unbilligkeiten kompensiert wird, Genugtuung erleidet. Es geht auch darum, dass der Eingreifende, der Rechtsverletzer, davon abgehalten wird, ähnliche Verletzungshandlungen in Zukunft weiter zu begehen. Das gewährte untechnisch Schmerzensgeld, die billige Geldentschädigung, soll also einen Hemmungseffekt haben. Und dies führt insbesondere in den Fällen, um denen es um die mediale Berichterstattung, die allgemeine Persönlichkeitsrechte verletzt geht, dass insbesondere in diesen Fällen besonders hohe Geldentschädigungen gewährt werden. Um Ihnen die besondere Präventionsfunktion des Entschädigungsanspruches bei der medialen Berichterstattung zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen lediglich drei Entscheidungen aus der gerichtlichen Praxis vorstellen. Es handelt sich zunächst um eine Entscheidung des OLG Hamburg aus dem Jahr 1996. Dort hatte die Zeitschrift Bunte unter anderem ein erfundenes Interview über Caroline von Monacos vermeintliche Hochzeit abgedruckt. Caroline von Monaco ist daraufhin klageweise gegen den Burda Verlag vorgegangen und bekam vom OLG Hamburg einen Betrag von 180.000 D-Mark, also ca. 92.000 Euro, werden das heute zugesprochen. Ebenfalls das OLG Hamburg hatte einen Fall zu entscheiden, in dem Madeleine von Schweden gegen den Klamt Verlag vorgegangen ist, weil dessen Zeitschriften Frau mit Herz und Welt der Frau in 86 Berichten, davon 77 Titelgeschichten und 52 Fotomontagen unwahre Behauptungen über sie verbreitet hatten. Das OLG Hamburg hat Madeleine von Schweden hier 400.000 Euro zugesprochen. Und als eine der letzten Urteile das LG Köln, Jörg Kachelmann gegen den Axel Springer Verlag, hatte zunächst 635.000 Euro wegen der ruinösen Berichterstattung über Vergewaltigungsvorwürfe und einen Strafprozess in 26 Print- und Online-Artikeln zugesprochen. Diese Summe wurde vom OLG Köln später herabgesetzt auf 395.000 Euro. Bemerkenswerterweise hat die Bild-Zeitung dieses OLG Köln-Urteil als großen Erfolg gegen Jörg Kachelmann gefeiert. Man muss es sich aber noch mal vor Augen halten. Die Bild berichtet über Vergewaltigungsvorwürfe, die eine Ex-Freundin von Jörg Kachelmann gegen diesen erhoben hatte, berichtet über den folgenden Strafprozess in 26 Artikeln und muss am Ende fast 400.000 Euro Geldentschädigung an Kachelmann zahlen. Und trotzdem feiert die Bild-Zeitung das Ganze als Erfolg. Das ist schon bemerkenswert. Bemerkenswert ist auch die Höhe dieser Geldentschädigungen, wenn man sich mal anschaut, was sonst an Schmerzensgeld für Körperverletzungen und Gesundheitsschäden gewährt wird. Das nach meiner Recherche höchste Schmerzensgeld, was für eine HIV-Infizierung gewährt wurde, betrug 300.000 D-Mark, also etwas mehr als 150.000 Euro. Für eine mehrfache Vergewaltigung, bei der das Opfer zusätzlich über einen Zeitraum von 6 Monaten an einer lebensbedrohlichen sadistischen Gewaltanwendung durchleiden musste, gewährte das Gericht oder ein Gericht 100.000 D-Mark, knapp 50.000 Euro. Etwas höher war jüngst ein Betrag, der für eine Darmverletzung nach einer Koloskopie zugesprochen wurde. Dort erhielt das Opfer, der Patient, 220.000 Euro, wobei allerdings das Gericht, es war glaube ich, das OLG Hamm, maßgeblich darauf abgestellt hatte, dass die ärztlichen Aufklärungspflichten verletzt wurden. Und wenn wir über ärztliche Aufklärungspflichten reden, reden wir also wieder über das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Man kann diese doch starke Diskrepanz zwischen Schmerzensgeld für Körper- und Gesundheitsschäden einerseits und Geldentschädigung bei medialer Berichterstattung andererseits durchaus kritisch betrachten. Blickt man nur auf die Präventionsfunktion, ist die Praxis aber durchaus nachvollziehbar. Es wäre zwar möglich,
eine Bildberichterstattung oder ein erfundenes Interview im Verhältnis etwa zu einer HIV-Infizierung, zu einer Vergewaltigung oder zu einer gravierenden Verletzung innerer Organe niedriger anzusetzen. Doch würde dies der Funktion, die mit dieser Geldentschädigung bezweckt wird, ähnliche Berichterstattungen zukünftig zu vermeiden, nicht hinreichend gerecht tun. Sind die Geldentschädigungsansprüche, die als immaterielle Schadensersatzansprüche gewährt werden, vererbbar? Diese Frage hat nichts mit der zuvor erordneten Problematik der Kommerzialisierung der Persönlichkeitsrechte auch durch Erben zu tun. Die kommerziellen Aspekte gehen in der Tat auf die Rechtsnachfolger über, sodass in unserem Fall Marlene Dietrich auch die Tochter noch Vermögensschäden geltend machen konnte. Für die billige Geldentschädigung ist dies umstritten. Anschaulich hierzu der Fall Peter Alexander vom BGH im Jahr 2014 entschieden. Peter Alexander war ein sehr berühmter Schauspieler und Entertainer Mitte des 20. Jahrhunderts, den ein oder anderen vielleicht aus älteren deutschen Filmen noch bekannt. Nach dem Tod der Tochter von Peter Alexander hatte eine Zeitschrift über die Trauer des Entertainers und seinen zunehmend schlechteren Gesundheitszustand berichtet. Peter Alexander hatte daraufhin am 11. Februar 2011 Klage auf Zahlung einer Geldentschädigung eingereicht. Einen Tag später ist er dann selbst verstorben. Im März 2011 wurde die Klage zugestellt. Der Sohn und Alleinerbe von Peter Alexander verfolgte die Klage weiter. Bemerkenswerterweise hat der BGH entschieden, dass es zwar einen Geldentschädigungsanspruch von Peter Alexander gegeben haben könnte, dieser Entschädigungsanspruch aber nicht vererbbar wäre. Mit dem Tod des Verletzten, so die Begründung, verliere die in erster Linie bezweckte Genugtuung an Bedeutung. Die Klage wurde daher abgewiesen. Natürlich stellt sich die Frage, ob das überzeugt. Meine Antwort lautet nein. Der Anspruch ist entstanden. Der Geldentschädigungsanspruch ist dann ein Anspruch wie meines Erachtens jeder andere Anspruch. Und warum soll der nicht auf die Erben übergehen? Der BGH hat in seiner Entscheidung insbesondere auch offen gelassen, ob anders zu entscheiden wäre, wenn der Anspruch rechtskräftig festgestellt worden wäre. Wenn der BGH dem folgen sollte, käme es meines Erachtens zu zufälligen Ergebnissen. Ich glaube, es spricht viel dafür, insbesondere sprechen die besseren Gründe dafür, den Geldentschädigungsanspruch insoweit auf die Erben übergehen zu lassen. Abschließend und zum Teil etwas vorgreifend möchte ich an der Stelle auch noch auf die Beseitigung und Unterlassungsansprüche eingehen. Die spielen gerade auch bei diesen Persönlichkeitsrechtsverletzungen eine ganz herausragende Rolle. Diese werden verschuldensunabhängig entweder aus § 1004 BGB abgeleitet oder nach anderer Ansicht wieder unmittelbar aus dem Grundgesetz aus Artikel 2 Absatz 1 und 1 Absatz 1. Beispiele für Beseitigungshandlungen, die danach bei einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gefordert werden könnten, wäre etwa die Löschung von widerrechtlich erlangten Tonbandaufnahmen, die Vernichtung heimlich aufgenommener Fotos, die Herausgabe von sonstigen persönlichen Dokumenten, die Löschung eher verletzender Blog- oder Forenbeiträge im Internet kann hier genannt werden und schließlich auch der Widerruf von unwahren Tatsachenbehauptungen, eher nicht der Widerruf von Werturteilen. Bei der Presseberichterstattung wird häufig ein Widerruf verlangt, der so angeordnet und gestaltet sein muss, dass er eine vergleichbare Aufmerksamkeit erregt wie das zu Widerrufende.
Das führt bisweilen dazu, dass auf den Titelseiten von Zeitungen in großen Buchstaben der Widerruf einer zuvor getätigten Aussage getroffen wird. Daneben kann es nach den Landesmediengesetzen auch einen Anspruch auf Abdruck einer Gegendarstellung geben. Der Unterschied zwischen Widerruf und Gegendarstellung besteht im Folgenden: Beim Gegendarstellungsanspruch oder bei der Gegendarstellung wird dem Betroffenen lediglich die Gelegenheit zur Darstellung seiner Sichtweise gegeben. Häufig sieht das dann so aus: Es wird Bezug genommen auf eine Berichterstattung, und dann kommt die Aussage, dass die Berichterstattung falsch ist, gegebenenfalls mit einer zusätzlichen Begründung. Beim Widerruf hingegen muss das Presseorgan selbst erklären, dass die vorherige Berichterstattung falsch ist. Das war keineswegs alles, was es zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht und dessen deliktischen Schutz geben muss. Es war aber, so denke ich, ein erster und doch schon recht ausführlicher Überblick über die verschiedenen Sphären des Privaten, über die verschiedenen Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, über besonders anfällige Handlungsweisen, Stichwort mediale Berichterstattung, über die verschiedenen Regelungen, die es bei der Wort- und Bildberichterstattung gibt, über die Rechtsfolgen, insbesondere den Ersatz von Vermögensschäden und die billige Geldentschädigung als immaterieller Schadensersatz. Abschließend auch noch der Hinweis auf diese Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche. Wichtig bei alledem: Es handelt sich um einen Bereich, der sehr stark von der Judikatur geprägt ist. Einmal von der Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes, dann zum anderen natürlich von der Judikatur des BGH und der Obergerichte. Das soll es für das erste Rahmenrecht gewesen sein. In der nächsten Einheit wenden wir uns dem zweiten Rahmenrecht zu, dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. So die Formulierung jedenfalls des BGH. Ich werde Ihnen in dieser Einheit dann auch darlegen, warum ich diese Bezeichnung für dieses Rahmenrecht als eher unglücklich empfinde. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.